Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, ihr habt ja das Video, wo wir unser riesiges Trampolinhaus gebaut haben, richtig gefeiert. Ihr habt über 20.000 Likes rausgehauen. Ja. Übelst krass, Leute. Bloß das Problem ist, nach 4 Tagen sah unser Trampolinhaus ungefähr so aus. Schaut euch das an. Ich bin heute Morgen aufgestanden und unser ganzes Trampolinhaus ist einfach zerstört. Wir hatten nämlich in der Nacht total viel Sturm und jetzt ist es einfach kaputt. Da war so viel Arbeit in der und der Sturm hat einfach alles kaputt gemacht. Schau dich das an. Keine Pappe ist mehr dran, Junge. Ihr habt gesehen, Leute, unser Trampolinhaus wurde einfach komplett vom Wind zerstört. Aber Freunde, wir haben uns gedacht, so einfach lassen wir uns nicht unterkriegen. Alle haben sich gewünscht, dass wir unser Trampolinhaus einrichten. Genau, und deshalb haben wir das Trampolinhaus 2.0 gebaut. Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und jetzt seht ihr schon hinter mir, das ist das Trampolinhaus 2.0. Genau, und Leute, der Rohling ist schon fertig und jetzt kommt der spaßigste Teil und zwar werden wir das jetzt ansprühen. Wir haben auf jeden Fall wieder richtig viele Farben am Start, ihr seht. Und Leute, das Gute war, dass wir uns ja im letzten Video die kleinen Trampoline geholt haben. Davon haben wir nämlich die Pappe genutzt. Und Freunde, ihr seht ja, wir haben ja auch eine kleine Hundetreppe gebaut. Chris ist natürlich schon mal hochgegangen, hat es mal ausprobiert. Natürlich, dass Foxy da hochlaufen kann. Und jetzt würde ich sagen, wird richtig schön angesprayt. Oh. 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 Ey, das ist echt gut. Chrissy macht jetzt schon im Hintergrund die Tür fertig und ich finde, das sieht richtig nice aus. Wir haben auch zwei neue Farben und zwar Türkis und Grün und ich würde sagen, jetzt machen wir noch dort ein bisschen und dann geht es auch schon ans Einrichten. Unser Trampolinhaus 2.0 ist jetzt vom Grundaufbau, also von außen, fertig. Und jetzt kommt das, wo ihr alle drauf gewartet habt. Und zwar werden wir das von innen richtig nice einrichten. Und natürlich auch noch, wie wir es auch schon beim 24-Stunden-Video gemacht haben, mit richtig nicen LEDs. Ne? Oh ja. Also das wird nachts so cool aussehen. Wir werden Beamer reinhauen, also eine Küche kommt rein. Genau. Und oben eine Chiller-Lounge und wir werden die Sterne sehen. Und wir werden sogar in der Nacht in den Pool gehen. Aber jetzt, unsere Trampolintreppe. Wir wollen mal gucken, ob Foxy die annimmt. Und ich werde jetzt schon mal den Teppich reinmachen. Es ist so dunkel, ihr seht schon, ihr seht mich fast nicht, also seht ihr mich fast nicht. Und jetzt wird erstmal Licht angemacht. Yo, also die erste Lampe schon mal drinne. So Leute, jetzt werden wir mal sehen, ob Foxy überhaupt die Hundetreppe annimmt. Also Winnie wird ihn rufen. Schön auf dem Boden, genau. Hopp, 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 hier. Perfekt, Leute, richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Hopp, hopp, komm, hier, hopp, hopp, hopp. Fein und hopp und Richtig gut. Also klappt schnell. Also Foxy ist so ein schneller Lerner. Richtig krass. Wie es sich für ein Trampolin-Kartonhaus gehört, natürlich haben wir hier unser Mini-Trampolin. Das ist unser Tisch hier unten in dem Esszimmer in der Küche. Ich hoffe bloß, dass ich den hier irgendwie reinbekomme. Ah, dann mache ich einfach... Ja, doch. Easy. Sehr gut. Schön einmal in die Mitte vom Teppich, würde ich sagen. Sehr gute Idee. Jetzt wird die zweite Etage belichtet, also bringe ich Licht ins Dunkle. Hier unter ist eine Stange und deshalb kann man hier so die Matte drauflegen und dann hat man gleich ein richtig bequemes Kopfkissen, Leute. Nice. Ey, das ist so bequem, ich könnte hier gleich einschlafen. Wir werden jetzt aber nochmal unsere zweite Etage noch besser einrichten. Also wir machen da so Kissen rein, Decken, alle elektronischen Dinge, ne? Also noch ein paar LEDs, vielleicht sogar den Beamer nachher, ne? Dann können wir da richtig schön gucken. Und ja. Annahme erfolgreich. Bam, bam, bam. Bam. Bam! Bam! Nein! Ja. Oh, gefährlich! Alles drin, Leute. Und jetzt wird das da richtig schön gemacht. Hat hier jemand einen Hund bestellt? Schaut euch mal an, wie süß der Kleine ist. Wir haben jetzt hier richtig schöne Eierkuchen. Und Freunde, dank an unsere Tante, die hat uns hier fix fertig gemacht. Die werden jetzt genüsslich verspeist. Ja. Und nachher werden wir uns immer um unsere Sternwarte dort oben kümmern. Ne, weil da haben wir einen richtig klaren Himmel heute. Aber jetzt würde ich sagen, guten Appetit. Wir werden jetzt erstmal richtig schön essen. Oh Gott. Junge. Zucker braucht der Mensch, Leute. Also, ja, wollo. Ein bisschen viel, aber ist egal. Ich muss auch die Nacht gut durchhalten. Ich weiß, aber dafür ist meiner besser. Naja, okay, lecker. Meiner besteht nicht aus purem Zucker, also. Ich weiß nicht. Ich wollte den gerade essen, aber jetzt sieht er so aus. War da Lachgas drin, ihr Lieben?
Die Eierkuchen haben auf jeden Fall richtig lecker geschmeckt. Jetzt würde ich sagen, werden wir in die nächste Etage und da werden wir uns nochmal die Base ein bisschen verfeinern, ne? Mit Beamer und das alles. Dann würde ich sagen, ab nach draußen. Foxy zieht hier auf jeden Fall schon wieder seine Patrouillen. Ihr seht ihn hier, total niedlich. Alles ist aber gut. Er ist ein totaler Rundumblick Wachhund. Jetzt geht er rein, oder? Oh, ist das niedlich. Wir haben es uns hier schon so langsam echt richtig gemütlich gemacht. Und Bonnie übrigens auch. Und ich würde sagen, gleich gucken wir erstmal richtig schön Beamer. Da habe ich schon richtig Lust drauf. Oh, das ganze Ding. Yo, Leute, der Beamer ist jetzt aufgebaut. Und das ist einfach so entspannt, das glaubt ihr gar nicht. Schaut mal hier bei Chrissy. Ja, bei mir ist nämlich das Coole. Foxy wärmt meine Füße da hinten. Und Bonnie hier einfach mein Oberkörper. Sie ist richtig süß. Aber ich würde sagen, jetzt wird erstmal richtig nice weiter Beamer geguckt. Oder auch nicht, Leute. Und zwar, es ist jetzt schon richtig spät. Und wir haben uns gedacht, kleine Überraschung, wir werden jetzt eine Nachtsession in dem Pool machen. Schaut mal, wie nice er einfach angeleuchtet ist. Das sieht so cool aus. 2, 1. Yo! Ist ganz schön kalt, aber wir haben die Neoprenanzüge, das ist echt Premium. Ich will nicht. Wow! Yo! Ich würde sagen, Freunde, ich werde jetzt mal ein paar Schrauben ausprobieren, vielleicht sogar 2,5 Vorwärtsschrauben. Mal gucken, ich hoffe, ihr seht das auch gut. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, einfach mal in der Nacht so ein paar Tricks raushauen. Ja. Also echt richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir uns erstmal noch mal drin trockene Sachen anziehen, dann werden wir in unsere Burg einziehen und probieren zu schlafen. Und Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Jo Leute, guten Morgen. Wir sind aufgewacht und das war einfach so ein Abenteuer die Nacht. Das Ding ist, es war auch ein bisschen stürmisch, aber unser Trampolinhaus 2.0 hat natürlich gehalten. Und wisst ihr, was das Allercoolste ist? Wir konnten einfach über uns den Himmel beobachten, wie die Sonne aufgegangen ist. Das ist das Allerbeste wirklich am ganzen Trampolinhaus. Und man hat auch gar nicht das Gefühl, auf dem Trampolin zu sein. Man dachte einfach wirklich, man ist in einem Haus. Ist ja auch ein Trampolinhaus oder so. Hey! Leute, Winnie und ich haben jetzt auch schon Hunger bekommen und ich, der Chrissy-Koch, nimmt sich gleich Eier von den Hühnern und ich mache dann mega leckere Spiegeleier. Das werden Winnie und ich auf jeden Fall machen. So. Leute, die Hühner haben mega viele Eier gelegt, guckt euch das an und die bereite ich jetzt mega lecker vor. So Leute, angerichtet ist es und wenn ihr findet, dass es lecker aussieht, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und jetzt bringe ich es zur Trampolinburg. So. Ja. Mmh. Richtig gut geworden. Mmh. Mega lecker. Ihr habt nichts gesehen, Leute, ihr habt nichts gesehen. Das Frühstück war echt Premium, also Props gehen raus auf jeden Fall an den Chefkoch Chrissy. Und Freunde, jetzt werden wir auf jeden Fall eine Aircheck-Session starten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich richtig Bock drauf. Let's go. Das
das war jetzt zum Schluss nochmal eine richtig coole Airtrack-Session. Also hat echt Bock gemacht. Und wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da für unsere fette Trampolinburg. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.